Dieser Sohn des Trostes, liebe Schwestern und Brüder, wie der Name des Barnabas in der Übersetzung heißt, dieser Sohn des Trostes muss wahrlich ein trefflicher Mann gewesen sein. Nicht nur erfahren wir aus der Apostelgeschichte, dass er seinen Besitz den Apostel zu Füßen legte, einer der wenigen, von denen das berichtet wird, sondern man vertraut ihm auch neue Situationen an. Man hört, dass die Gemeinde in Antiochia wächst, sehr schnell wächst. Das klingt immer wie ein Erfolgserlebnis, ist aber immer auch gefährlich. Denn die Frage ist, sind die noch das, was wir sein wollen? Deshalb schickt man Barnabas dorthin, einen Garanten dafür, dass die, die sich dort Christen nennen in Antiochia, das gleiche glauben wie die in Jerusalem. Das ist der Sinn des kirchlichen Amtes. Und er wird auf diesen Saulus aufmerksam. Er ist es, der ihn in Jerusalem bei den Aposteln einführt. Man traut diesem Mann nicht. Man denkt, das ist eine Art pharisäischer Maulwurf. Der tut nur so. Er war verschwunden 3 Jahre in der arabischen Wüste. Schließlich ist er in Tarsus, seiner Heimatstadt, zu finden. Und dort spürt ihn Barnabas auf. Natürlich wissen wir heute in diesem langen Abstand, dass Barnabas allerhöchstens noch im Windschatten des Paulus segelt, in der kirchlichen Wahrnehmung. Aber er ist ein wichtiger Mann. Und es ist nicht nur seine Wichtigkeit, sondern es ruft uns etwas in Erinnerung, gerade wenn wir sein Verhältnis zu Paulus bedenken. Dass es manchmal spät im Leben ist, dass man die richtige Richtung einschlägt. Wir denken zuweilen, das Christentum, das wird uns irgendwie hierzulande bislang immer noch einigermaßen in die Wiege gelegt. Man nimmt es zur Kenntnis. Viele machen nichts daraus. Manche versuchen es. Und dann ist es so. Man bleibt mehr oder weniger in Verbindung zur Kirche. Aber dass das Christentum, dass der Glaube eine Kraft ist, die ein gesamtes Leben, eine Lebensrichtung verändern kann, neu anzufangen, auch im vorgeschrittenen Alter, das zeigt uns gerade das Verhältnis dieser beiden Männer und die es auch nicht leicht miteinander hatten. Wir wissen, dass es über den Neffen des Barnabas, genannt Johannes Markus, den Evangelisten Markus, zum Streit der beiden kommt. Paulus findet, das ist ein unsicherer Kantonist und will ihn auf die nächste Rundreise nicht mitnehmen. Barnabas ist darüber verstimmt. Also trennen sich diese Wege. Sie bleiben ihrer Aufgabe, ihrer apostolischen Aufgabe treu, aber sie gehen unterschiedliche Wege. Auch das gehört dazu. Eine sehr, wenn man so will, erwachsene Reaktion. Irgendwann kommt die Zeit, da es nicht mehr miteinander geht. Wenn wir heute in dieser Messe besonders der verstorbenen Benediktinerin Mechthild Becker gedenken, die hier aus der Pfarrei St. Eligius ja stammt, dort getauft wurde, dann sprechen die Texte immer auch in ein solches Lebensschicksal hinein. Nicht nur, weil der Tag des heiligen Barnabas ihr Einkleidungstag war vor 34 Jahren, sondern nachdem sie mit über 90 gestorben ist, wenn wir ein bisschen Kopf rechnen, merken wir, dass eine Frau, die spät offenbar ins Kloster gefunden hat, mit 58 Jahren noch einmal einen neuen Beginn hatte. Es ist ein guter Tag ihrer Einkleidung. Diese Patrone, die einen Schatten oder besser gesagt ein Licht auf diesen Lebensweg werfen. Sie wird morgen bei den Benediktinerinnen in Kyrenz in Trier zu Grabe getragen. Aber wir wissen, dass sie nach Hause gefunden hat, nach ihrem apostolischen Weg. Eine Sehnsucht, die sie nie bis in die letzten Tage nicht losgelassen hat. Immer auf der Suche nach der wahren Heimat. Auch uns sollte diese apostolische Unruhe zuweilen vielleicht etwas mehr befallen, als es manchmal den Anschein hat, indem wir uns allzu schnell niederlassen, uns allzu sehr festmachen an Dingen, an Orten, auch an Menschen. Paulus und sein, wir dürfen sagen, nicht nur Betreuer, sondern geradezu Lehrer,
der, der ihn einführt in alles apostolische Tun, in christliches Denken, in christliche Lebensweise, sind gute Patrone dafür.